Hast du Zucker zu Hause? Nein, kein Zucker. Was bist du für eine? Ja, das hier. Das ist auch voll. Die haben sogar diese ganz scharfen. Gönn dir. Sollen wir diese ganz scharfen? Was machen wir heute? Ich habe dir ja was Koreanisches gekocht. Okay, wie viele Gerichte, was darf ich verspeisen? Was hast drei du Gerichte, die Rezepte haben wir alles auf der Beschreibung. Unten. Ja, fangen wir an. Möchtest das erste ist Chapaghetti. Damit man das sehen kann. Mega geil. Also ein Dekorationsblatt, das man nicht essen kann. Ist mal weg. Super. Okay, Chapaghetti ist eine Speise, die die Koreaner sehr, sehr mögen. Das ist sehr, sehr einfach zu machen durch Instant-Nudeln. Ich kann sowas nicht mit Stöcken essen. Genau. Schmeckt's? Sieht zwar nicht so lecker aus, so vom optischen, vor allem nicht ohne das Blatt. Riecht nach Kakao. Es riecht echt nach Kakao, komischerweise, so ein bisschen schokoladig, kakaomäßig. Okay. Aber... Wie findest du es? Ist gut. Der gönnt sich erstmal. Ja, kann man essen. Kann man essen. Wenn wir jetzt eine Punktzahl haben, komm, lass mal irgendwie Punkte geben. Punktzahl. Ah, liegt hier so ein Chapaghetti, fliegt mir aus dem Mund raus, ey. So, ich würde sagen, wir machen eine Benotung. Ich überlasse dir mal den Stift. 1 bis 10. Ja, 1 ist scheiße. Die höchste. Genau. Ich probiere noch mal in der Zwischenzeit. Der schreibt nicht. Weg damit. Dürfen wir auch halbe Punkte geben? Ja. Auch und auch Komma? Ja, okay. Natürlich. Dann habe ich... Man sieht das gar nicht. Was ist das? 7,1. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Meine Punktzahl ist 6. 9? 6? Nein, 6. Was ist 6? 6. Ist der Durchschnitt eine... eine... du mit deinen Kommazahlen. 6,55. So, als nächstes habe ich dir Bulgogi, die koreanische Tradition, keine Ahnung, Speise, Nationalspeise der Welt. Okay, der Welt. Nationalspeise. Genau. Von Korea. Okay. Das ist eines der beliebtesten Gerichte in Korea. Das ist mariniertes Rindfleisch mit Sojasauce. Bam, da ist es wieder, das Bonsai-Blatt. Einmal kurz für die Kamera. Sehr schön zubereitet mal wieder von unserem Chefkoch. Und der Bonsai-Blatt tut mir diesmal weg. Oh. Und ja, darf ich anfangen? Oder möchtest du anfangen? Nee. Also, ich würde sagen, ich fange an. Mit dem Fleisch? Ja. Okay. Nicht? Mit dem Reis? Doch. Lass den. Egal. Erster Reis, damit man die Brühe schon mal schmeckt, ist echt killer. Mega lecker. Mmh. Sehr süß, auf jeden Fall.
Ich habe auch mit dem Zucker übertrieben, also nicht so viel Zucker rein tun wie auf dem Video. Und das Fleisch ist mega lecker, Alter. Echt? Mhm. Wir haben heute Jungbullenfleisch. Jungbullen, die armen kleinen Bullen. Damit, damit wird eigentlich Rouladen gemacht, aber wir haben es jetzt für Bulgogi benutzt. Alright. Schmeckt echt nicht schlecht. Das ist was nicht schlecht, es ist Bombe. Ja. Aber ich nehme noch ein bisschen von dem anderen. Bulgogi ist 7,9. 7. Bei mir sieht man es wieder nicht. Hier, 7,9 ist drauf. Ja, alles klar. Dann haben wir im Schnitt. Was haben wir diesmal im Schnitt? 7,45. Ja. Leute, kocht das bitte zu Hause. Das ist sehr, sehr lecker. Ja. Ich trinke schon mal vor. So. Irgendwie ist die Kamera schief, oder? Der Tisch ist schief. Wir sind schief. Der Tisch ist schief. So. Erzähl uns was dazu. Das letzte Essen heute, ihr habt es gerade schon gesehen. Warte, stopp! Das Porzellan. Heute das letzte Essen. Nuklear. Spicy. Chicken Flavor Ramen. Was denkst du dabei? Scheiße heiß. Also richtig heiß. Richtig heiß. Voila. Das kommt einfach. Scheiße. Ja. Es sieht eigentlich noch harmlos aus, würde ich sagen. Diese rote Soße da unten kann man vielleicht ein bisschen erkennen. Nicht sehen. Oh. Riecht spicy. 2, 3. Geht voll klar, ne? Boah, das ist echt Hammer, Alter. Wir kacken immer noch ab. Es ist so scharf. Ich glaube, es sieht tatsächlich aus, dass ich ein bisschen Lippenstift habe, aber das ist nicht so. Das ist einfach dieses scheiß Zeug. Letzter Happen. Na, na. Ist identisch. Krass. Wie bei mir, also ist der Durchschnitt 5. Ja. Damit hätten wir das erste Land abgeschlossen. Korea ist durch. Na, nächste Woche haben wir die Honey bei uns. Sie kommt aus Iran. Iran. Sie wird uns was Leckeres kochen, also schauen wir mal. Persisch oder so wird das aber ein bisschen sein, oder? Persisch, genau. Ja. Sie wird uns auch 3 Gerichte, glaube ich, kochen. Werden wir sehen, ja. Und dann bis nächste Woche. Peace! Peace! Ich will ein bisschen Cola. 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 Oh, guck mal echt, wie unsere Lippen aussehen. Das ist nicht mehr normal.